Hallo und willkommen zurück. Gut, Barriere. Ich würde ja gerne bis hierhin. Und zwar Wechsel auf ohne. Weiß ich, er wird hier wahrscheinlich hochkommen. Ne? Wir werden das gleich testen. Dass wir das hier oben ein bisschen abcutten. Dass wir hier ein bisschen steiler gehen. Ah, zwei ist ein bisschen sehr gering, ne? Das wäre ja nie fertig. Dass wir das ein wenig ja, hier können wir einen Felsen setzen oder sowas. Aber dass wir diese Schräge hier wegmachen. Ja, ich glaube, hier müssen wir wegmachen. Vielleicht hier eher mehr sonst gerade gehen, dass er uns nicht abhaut. Genau, dass wir hier mehr gerade werden. Sollte ja von der Höhe her so reichen. Gut, mal das. Hier kommt ein Einwegspiegel hin. So groß wie möglich. Hier setzt man einen Einwegspiegel hin. Ja, nur nicht überall. Ich glaube, das würde so ein bisschen die Optik zerstören. Hier. Ja, wir müssen damit halt die Leute in den Zoo locken. Oh Gott. Wortfindungsstörung kann ich. Nicht gut. Aber ich baue gerne in Ruhe, ne? Kommen wir jetzt mit dem Weg? Wir haben jetzt hier einen Sechserweg. Dann können wir halt nicht so breit werden. Ja, da kommen wir lang. Weil ich möchte hier auch nicht runter, weil das... Kann man das so machen? Was haben wir denn? Okay. Wir machen jetzt erstmal einmal kurz Pause und kümmern uns darum. Und kümmern uns einfach, wie gehabt, darum. So, fangen wir an mit dem Bindewaren an. Okay, dann bist du fertig. Kann ich mit leben. Haben wir noch ein Tier, was wir noch nicht fertig haben in unserer Liste? Wir haben das schon fertig, das ist gut. So, aber erstmal um den Bindewaran. Ja, hilft nichts, ne? Bindewaran. Mein Freund. Ja. Du bleibst und der Rest kommt weg. Tschüss. Gut. Bindewaran haben wir jetzt ein. Der Bindewaran. Achso, du bist schwanger.
Ja, wird er gleich wiederkommen. Okay. Binde waren Überbelegung. Als Geschlechterverhältnis. Ah ja. Kann ich jetzt erstmal jetzt einer anderen Weise schwanger sind. Flusspferd. Das Flusspferd. Oh Gott. Umsiedeln. Ja, das Fenster könnte ruhig offen bleiben, ne? Der ist besser auf. Yes! Freilassen. Na? Ich bin sehr verbunden. Ach, guck mal an, es geht. Los fährt. Wir haben dich umgesiedelt. Lustfett ist nicht mehr bei. Schneeleopard. Du bleibst drin. Ihr beide kommt erstmal ins Handelszentrum. Nehmen wir das. Nur noch den Emu. Den guten Emu. Du bist im Handelszentrum. Oh. Da ist was incoming. Du bleibst. Den Rest haben wir auf dem Großmarkt. Dann müssen wir wieder anfangen mit Laufen. Hier, Bindewaran können wir erstmal jetzt machen, weil sie sind schwanger. Bist gestresst. Was hast du denn für Sorgen? Sozialverhalten. Was fehlt denn? Können wir hier eventuell... machen wir jetzt mal Pause. So ein, zwei Sachen, die verstehe ich noch nicht so ganz. Warum es die nicht als Einwegspiegel gibt. Gibt es doch, oder? Ah, gibt es doch. Stimmt. Doch, gibt, ja, Kopf out of order. Müssten sehr. Es müsste das ja runtergehen, sein Stress. Wir haben auch Einwegspiegel. Gut, Bindewaran müssen wir jetzt kurz warten. Gut, das ist mitten in der Landschaft. Wir waren jetzt hier. Und wir brauchen diese Färbung hier. So, das könnten wir, sollten wir eigentlich auswählen können, ne? Zack. Du das? Sieht ein bisschen kacke aus. Das sieht ein bisschen kacke aus. Aber okay. Aber es ist immer noch die richtige Färbung, ne? Das ist noch nicht so das, was ich mir vorstelle.
haben hier Barriere bearbeiten. 86, 86, 86, 78. Genau. Das ist die richtige Farbe, gut. Ja, ist ja so ein bisschen einheitlich kommen, ne? Jetzt bin ich natürlich gespannt. Wenn wir jetzt uns die Tiger holen. Königstiger. Wir brauchen ein Männchen, ein Weibchen. Was haben wir denn Schönes? Ja, die sind teuer wie Sau. Aber dafür haben wir ja das Geld. Und die Macht. Oh, der Zoname ist auch ganz geil, ne? A1, A6, A... Okay. Du bist sogar Albino. Okay. Königstiger. Wir behalten erstmal einen. Na? Wir haben noch gar keine Tür reingesetzt. Haha. Das ist natürlich weniger klug. Dann sollten wir das Ding auch noch einbinden. Sonst wissen ja die guten Mitarbeiter nicht, dass sie da arbeiten sollen. Beziehungsweise sie wissen schon, sind halt nur nicht so effektiv. Wir holen sie rein. Königstiger. So. Wir machen mal einmal kurz Pause. Die Tiger sind auf dem Weg. Und jetzt suchen wir uns erstmal den Königstiger hier raus. Wo bist du? Wo bist du? Da bist du. Ich hoffe, das reicht. Sonst müssen wir hier zusehen, dass wir vielleicht noch einen Bretterverschlag reinhängen. Das ist so ein bisschen. Für die Größe 8x8x4. Nein. Aus, nein. Sollte ja sicher funktionieren. Wir werden gucken. Wir werden sehen. Wir werden es rausfinden. Haben wir Wasser? Ja, aber wir haben ein Wassermodul. Wie groß ist jetzt eigentlich das Gehege? Es ist nicht allzu groß. 3000. Mir ist immer die Frage, warum schwebt das Ding? Warum schwebst du? Warum schwebst du? Warum? Warum schwebst du denn immer? Ja, uncool. Jetzt machen wir das hier alles einmal.
Du. Weg. Ich hoffe, ich habe jetzt alles. Ja, ich. Dann hocken wir dich noch ein kleines Stück tiefer. Zack, zack. Zumindest ein bisschen so sitzt. Okay. Ah, es wirkt immer noch. Das ist okay. Für mich ist halt wichtig, dass die hier hoch können, hier hoch können. Gut, wir waren jetzt hier beim Königstiger. Wollen wir noch einen kleinen Teich bauen? Damit wir das ein bisschen einfacher haben. Nur so ein bisschen. Wieso ist das blockiert? Jetzt nicht ganz sicher. Macht das die Optik kaputt? Ich bin mir echt nicht ganz sicher, ne? An sich, wenn wir das mit Stein auffüllen. Müsste das ja eigentlich wieder reinpassen. Kriegen wir denn das Ding jetzt hier rein? Das können wir ja hier oben hinsetzen. Na, ich habe nur Angst, dass die jetzt auf einmal abhauen wieder. Das wäre ziemlich uncool. Okay, hätten wir das. Damit sie was zu gucken haben, ne? Das ist nur für die Besucher. Für mehr ist das nicht. Das könnte man jetzt hier gegenstellen. Ah, stimmt. Danke. Danke im Namen eurer Eltern. Machen wir das eben so. Bist du denn auch so? Ja. Kisten könnte man ja eigentlich hier auch stapeln, oder? Ja. Das wäre so ein, zwei von diesen Kisten ging. Die fallen ja dann gleich auf den Boden. Könnte man das. Ja. Das machen wir jetzt ganz einfach mal so. Ein bisschen. Katzenkratzbaum. Gut, hätten wir ja schon mal das Grobe alles erledigt. Ja, die wollen klettern. Das setzen wir aber ein kleines bisschen anders. Ist einfach zu mächtig. Das macht für mich keinen Sinn.
Könnte man das... so setzen? Ja. Ich hoffe, das reicht. Jetzt holen wir erstmal die Tiere rein. Gut, Leute. Aber wie das mit den aussieht, sehen wir in der nächsten Folge. Bis denn. Ciao.